Why did you save me? I was created by him. Every hero has a weakness. But their ritual was activated because of me. There's still time. We have until the sun is completely eclipsed. But how are you going to enter the building? The entrance is... where there's a will, right? Mother? Yes, it is true that we are not tied by blood. But our ties are bound by history and experience, which is much deeper than blood. Now go. Everything I know, I have passed on to you. You are my daughter. Thank you, Mother. Ja, wahre Worte. Das Blut macht einen nicht zur Familie, sondern was man zusammen durchgestanden hat. Das stimmt. Ich weiß, wovon ich rede. So, nein, ich will immer noch nichts verbessern. Ich warte auf die nächste Waffe. Waffen! Ah, was ein schöner Mond. Abiskot! Moin! Aua! Jetzt mal runter da! Komm runter! Bingo! Ja, auch sie muss jetzt hier diese blöden Siegel aktivieren. Nur interessanterweise sind sie woanders als bei Dante. Hey! Ja, die Bewegung der Dämonenwelt wird langsam, aber sicher... Was? Langsam, aber sicher inaktiv. Achso. Wir müssen drei weitere Kräfte freisetzen, um die Dämonenwelt zu erreichen. Ja, alles klar. Mache ich. Nichts leichter als das. Ich bin schon ein paar Mal in der Dämonenwelt gewesen. Ich weiß, wie das geht. Hä? Wo? Da oben. Blöde Mistvieh. Nein. Auf damit, deine blöden Schilde zu werfen. Die Dinger machen echt üble Geräusche. Voll der Soundbug. Au! Ups. Na, sag mal.
Wo hab ich den denn jetzt hingeschossen? Ah! Na gut, dann verschwindet er einfach. Ich mochte ihn auch nicht. Gut. Genug Orbs. Ab. Nein, man kann nie genug Orbs haben. Außer man ist völlig ausgestattet. Kommt mal runter hier zum Spielen, Leute. Und Kick. Hoch. Spiral. Zack, 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 zack. Na, nicht ankotzen, bitte. Au! Ganz ehrlich, gegen Syras und so kämpfe ich am liebsten in wirklich verdammt engen Räumen. Das macht da einfach am meisten Sinn. Weil man sich einfach so durch die Gegend kickt, wie blöd. Da habe ich es echt gern, wenn man ja quasi schon mit ihm kuscheln muss. Ding. Einmal 1000 Orbs, glaube ich. So, noch zwei weitere. Genau, und hopp. Oh, diese blöden Magier. Ich hasse Magier. Stirb. So liebe ich meine Magier, in die Ecke gedrängt und abgeschlachtet. Na, ach so. So. That was that. Hey! Blau und grüner Orb. So. Sonst gab's hier... Hä? Sonst gab's hier nichts. Wo ist denn der Schalter? Ach, der ist aber ihr hier im Ecke, glaube ich. Jo, hier ist er.
Und ich bin gerade am gucken, hoffentlich ist das jetzt. Ich habe nämlich in den Kommentaren mal gelesen, dass es zu dunkel ist, teilweise. Ich hoffe, das geht jetzt. Weil ich habe dann nämlich ein bisschen mal gedreht. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt besser ist. Ich hatte nämlich im Spielverlauf leider vergessen, dass YouTube ja gerne mal Sachen etwas dunkel gestaltet. Und ja, deswegen habe ich einfach mal drauf los. Naja, auch wenn man dann halt mal so am Spielen ist. Man, einem selber fällt es ja nicht auf. Und ja, daher. Naja. Bruder blitzt es und das ist das, was ich wollte. Zambark. Schwerter mit großer Durchschlagskraft für Lucia. Und die sehen auch noch geil aus. Swords. Gibt's da. Allerdings haben sie eine recht geringe Reichweite. Aber trotzdem. Sie sehen einfach nur geil aus. So richtige. Ja. Dicke Beile. Und die werde ich aufwerten. So wie Vendetta bei Dante. Was ich mich bei Lucia allerdings immer frage, ich arbeite ja sehr viel mit Kicks. Sind das denn trotzdem? Ja, ist das trotzdem dann der Schwertschaden? Na, muss ja eigentlich, das wäre ja sonst fies. Weil 90% ihrer Angriffe basieren auf Tritte. Doch, das müsste schon zusammenhängen. Das habe ich mich früher schon mal gefragt gehabt, so, funktioniert das so, oder sagt sie sich, Middlefinger Joe, nö, kein Bock, mach deinen Scheiß allein. Hä, hab ich jetzt einfach vergessen? Aua. Da hau ich mal auf den Tisch. Hallo Magier! Nein, aua, aua, aua! Es macht Spaß! Magier können fliegen! Und ich zeige ihnen wie!
Ah, yeah, ihr könnt euch teleporten in der Luft gezeigt. Aber nur fliegen ist schöner. Oh. Ja. Der ist echt bescheiden platziert. So. Und das war's. Wir sind durch. Yay! Dämonenwelt, ich komme! Natürlich dieses große glubsche Auge. Boah. Und wie auch bei Dante. Werde ich so wechseln. Hopp. Hier noch die Orbs einsammeln, bevor es losgeht. Ja, ich ziehe jetzt voll das Let's Play in die Länge. Einfach mal, weil ich es kann. Nein. Und auch hier. Wieder ein versiegeltes. Und ich kann schon mal spoilern, es ist dasselbe. Ha, ins Auge treten. Da passt wie der Fuß aufs Auge. Wie der Fuß, ja. Wie der Fuß aufs Auge. Wieder so ein ziemlich großes Auge. Oder ziemlich kleine Füße. So, und los. Hier würde ich es geil finden, wenn sie Griffhorn hier als Gegner gehabt hätte. Weil ja, Griffhorn wurde ja im Chaos Mix da zusammengesetzt. Ne, so wie. Aber so alles in allem hat er mit ja nichts zu tun gehabt. Mit jetzt mit der ganzen Story. Ja, sehr schön. Ich wollte nur aufstehen. Was war das denn? Nicht kotzen! Hey, hey, hey! Ne? So in der Chaosgestalt, da sind ja alle Bosse drin, gegen die wir gekämpft haben. Die Tentakeltusse. Auch wenn so ein Tentakel ist. Der Minotaurus mit seinem Feueratem, das Haus mit seinen Lasern. Und auch Phantom, der Orang-Utan da, ist dazwischen. Da würde ich es echt geil finden, wenn sie gesagt hätten, na komm, wir haben zwar Griffo mit eingebaut, haben den aber leider nicht mit im Spiel drin. Und dass dann praktisch hier gesagt worden wäre, gut, Dante übernimmt Phantom, weil es war einfach sein Highlight. Phantom hat ihn als Spadas Sohn erkannt, direkt nach seinem Tod, dass man dann sagt, gut, nehmen wir ihn da. Und für Griffhorn, weil Lucia ja so auch mit Federn und so, keine Ahnung, ob das jetzt die Begründung sein sollte, aber naja, es würde einfach passen, finde ich. Egal, das Spiel ist jetzt auch schon ein bisschen alt. Ich hab's und ich liebe es. Ich hab's geliebt. Gut. Ja. Bisschen kurz, aber. Nö. Ich würde sagen, dann beenden wir das jetzt. Dann habt ihr auch noch was von dem wunderschönen Tag. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter wird, aber. Jeder Tag ist ein toller Tag, an dem man gesund und munter ist. Ich muss gleich erstmal den Mund mit Seife auswaschen. Das schmeckt gerade widerlich. Also würde ich sagen, dann verabschieden wir uns hier. Macht's gut. Bye.